meine Liebe, jetzt gibt's keine Würstel mehr. Heute noch wird in die Stadt reingefahren. Mir einmal muss ja sein, hast du das eh schon ein paar Mal aufgeschoben? Mei, so gut möchte ich es auch haben, dass ich zum Vergnügen in die Stadt fahren kann. Zu meinem Vergnügen fahre ich gerade nicht. Da glaubst du, dass das ein Vergnügen ist, wenn einer seine 8 Tage absitzen muss? Was? Sitzen muss? Also sowas? Wegen dem bisschen Weinbahn schon kleine ganze Wochen Arrest? Das ist aber ein bisschen viel. Andere Wirtbanschen ja auch. Du wirst gleich bei der Tier ausfliegen, wenn du mir sagst, dass ich einen Weinbanschen tue. Ich hab mein Lebtag noch keinen Weinbanschen. Und erwischen haben wir dabei schon gar nicht lassen. So? Warum sperren sie den dann ein? Weil mein Geschäft auf Ordnung geschaut hat. Was? Und deswegen wird man eingesperrt? Aber nein! Voriges Monat ist bei uns Kraft geworden und da hat mein Mann den Endersferdl, den Hauptstänkerer, bei der Tier ausgefeiert. Also wie gibt's denn sowas, dass deswegen der Wirt eingekastelt wird? Der Lump ist ja laut der Bosheit mit dem Kopf an einem Baum angerannt. Na und die leichte Körperverletzung war fertig. Also von rechts wegen hätte der Baum eingesperrt, nicht ich. Ja, aber der Herr, ich hab gehört, in so einem Verlies soll es sehr kalt sein. Aber der Herr Richter hat gesagt, man muss seine Gäste so ausschmeißen, dass er nichts geschickt. Ja, der aber wenn ich zurückkomme, den Baum, den schneide ich um. Der steht ja direkt in der Fluglinie. Meine Gäste müssen freie Bahn haben. Sag einmal, und der Sebastian, der wird auch eingesperrt? Bastel? Warum soll denn der eingesperrt werden? Na ja, der hat gesagt, der fährt mit dir in die Stadt. Ja, aber vom Einsperren ist du bei ihm keine Rede. Der fährt mit, weil es in der Stadt drin sein Enkel anschauen möchte. Na ja, und dann nehme ich ihn halt gern mit. Du musst das doch nicht so schwer nehmen. Schau, die paar Tage werden auch bald vergehen. Die paar Tage kann allerhand geschehen. Ja, was soll denn geschehen? Du, auf das Geschäft und auf die Wirtschaft, da pass ich auf. Da brauchst du wirklich keine Sorgen machen. Und wer wird auf dich aufpassen? Auf mich? In einer Woche ist der Toni wieder da im Ort. Gerade jetzt muss er da sein, der Lackel, wo ich fort muss. Also wenn den Toni brauchst, dann kann Kopf zerbrechen. Den schau ich um nichts freundlicher an als jeden anderen Gast da. Er muss eh wieder fort. Bestimmt. Mhm. Aber ja, er hat mir's ja selber gesagt. Sein Direktor hat ihm nur so lang freigegeben, als wo das Theater, wo der Toni mit dabei ist, keinen Spielort hat. Ne? Hoffentlich findet er bald auch. Der Toni ist zwar mein bester Gast, aber wird nichts dagegen, wenn er heute noch abzieht. Recht weit vor zu den Chinesen oder sonst wo. Du, ich möchte nur wissen, was du gegen den Toni hast. Ich wollte, wir hätten mehrere solche Gäste wie der Toni, die das Geld da lassen. Ich war ja eh froh, wenn ich wusste, dass er hinter dir her ist, wie der Fuchs hinter der Gans. Was ist er? Einen Schmarrn ist er! Ja. Bitte, früher einmal, wie ich noch ledig war, da hat er mir schöne Augen gemacht, aber das ist lange nicht mehr her. Ja, kommt vor, du siehst noch recht gern den Toni. Was, Herr Ritter? Die Wirtin, den Toni? Das sind ja schöne Sachen. Ich bitte, ich lasse euch doch nicht auslachen. Der Toni und ich, wir sind zusammen in die Schule gegangen und ich kann ihn gut leiden, das ist alles. Und weil ich ihn ein bisschen nett anschaue und dabei lache, dann hat es nicht mehr zu bedeuten, als wenn ich meine Skifertoffel, mit der in die Schule gegangen bin, freundlich anlache. Kann schon sein. Ja. Aber deiner Schiefertoffel hast du noch kein Bussel gegeben. Was, Herr Ritter? Ein Bussel hast du ihm auch gegeben? Halt's mich für um. Bitte, ich Burg, ich brauch's nicht umfallen. Das Bussel hab ich ihm vor meinem Mann gegeben, wie er nach langer Zeit wieder gekommen ist. Ja, ihr dürft nicht vergessen, dass er meinem Vater das Leben gerettet hat, wie ein Baum gleich zusammengebrochen ist. Und außerdem kommt er nicht wegen mir, sondern wegen der Burgl. So. Also Wirtin, wie kannst denn du nur sowas sagen? Da müsste ich auch was davon wissen. Ja, hast du nicht bemerkt, wie es mit den Augen frisst, wenn sie in das Weinglasel hinstellt? Aber das ist ja alles gar nicht wahr. Freilich ist wahr. Also ich hab noch nichts davon bemerkt, dass der Toni wegen mir kommt. Wenn du es nicht bemerkt hast, dann bist du eine dumme Gans. Wegen mir kommt der Toni? Deswegen redet er nichts mit mir. Ist das wirklich so? Aber freilich ist so, und du stehst mir nicht im Weg. Ja. Schau, dass du weiterkommst, sonst kriegst du zu deinen 8 Tagen noch ein paar dazu. Oh, nein, nur das nicht. Die 8 ist mehr als genug. Ja. Hast du noch was zu sagen? Ja, stimmt, wegen der narischen Sommerpartei, die wir kriegen. Also seid recht freundlich zu ihm, dürft nur ja nicht ratzen, sonst geht mir das größte Mal hergeschickt. Und wenn er einen Anfall kriegt, dann müsst ihr geschwind noch den Doktor schicken. Was, Herr Ritter? Wir kriegen eine Sommerpartei und noch dazu eine narische? Ja, aber davon weiß ich ja gar nichts. Hast denn du der Burgl nichts davon gesagt? Nein, ich glaub, du hast es gesagt. Also pass auf, wie auf dem Feld draußen war, war der neue Doktor bei meiner Frau, der Dr. Moos. Ja, ich hab ihn schon gesehen, der schaut sehr gut aus. Ja, schaut, dass ich noch nicht zusammentroffen bin mit ihm. Also hat meiner Frau einen Brief gezeigt, in dem mir ein Kollege schreibt, er sucht einen Patienten,
der sehr lärmempfindlich ist, einen ruhigen Sommeraufenthalt. Wie da geschrieben hast, der Patient? Johann Untermeier. Ah, ja, stimmt, Johann Untermeier, sein Kinobesitzer. Wo da geschrieben in ist er? In Zellhausen. Ah, ja, stimmt, in Zellhausen. Ja, sonst ganz gesund, was nur ein bisschen narrisch ist er. Ja, halt, also das wundert mich bei den Kinobesitzern nicht, dass die ein bisschen narrisch werden. Bei den Typen, was die heutzutage dran. Aber seit Doktor hat unseren Doktor geschrieben, weil man nicht ratzt oder keinen Menschen. Ja. Was er braucht, nur Ruhe, keinen Lärm und recht viel frische Luft. Mhm. Ja, weil unser neuer Doktor gehört hat, dass wir so schöne Fremdenzimmer haben, ja, hat halt mein Eferl gefragt, ob wir den Kinobesitzer nicht nehmen möchten. Ja. Und ich habe natürlich ja gesagt, weil narrisch sind sie eh alle. Hauptsache das Geld stimmt. Ja. Gell? Das sag ich auch. Bei uns hat eine erstklassige Luft und eine erstklassige Ruhe. Dafür mal der erstklassige Zeug. Also wie gesagt, tut sie nicht ratzen, dann kann das Ganze noch recht ein schönes Geschäft werden. Ja. Marant Josef, jetzt kommt die höchste Eisenbahn. Ja. Vierte. Hey, Jonas, also das ist aber ein Arsch. Oha, das war ein Druckfehler. Lass ihn, wenn sie mir Freude machen. Mein Hansel, vierte, mein Hansel, vierte. Wenn ich wiederkomme, hast du wahrscheinlich schon Schnurrbart. Was der zusammenbrecht, wie ein Blödsinn. Nein, hier wahrscheinlich graue Haare. Ja. So, was ist, wie es hört. Wir sind bitte fertig. Ja, da steht der Koffer, kannst du dich ertragen. Ja, nein, werden wir auch einkaufen, wir sind schon höchste Zeit. Wieso ist keiner mehr da? Nein, nicht mehr viel. Der Donny sauft uns ja allen weg. Na also gut, wenn ich meine 8 Tage abgesessen habe, fahren wir gleich zu den Weinbauern. Ja, was? So gut ist. Wein einkaufen fährst du auch? Hast du es ja gehört? Ja, da wirst du wieder mit einem Rausch heimkommen. Ich bitte dich, pass auf meinen Mann auf, damit er nicht zu viel erwischt. Ja, wer passt denn auf mich auf? Ne? Ja. Ich? Na, das wird eine schöne Aufpasserei werden. Ein Wein muss man ordentlich kosten, bevor man kauft. Jawohl. Wenn wir einen guten Wein kaufen, können wir mit einem Rausch heim. Und wenn wir einen schlechten kaufen, können wir nüchtern heim. Hast du verlassen, wir kaufen keinen schlechten. Grüß Gott, mein Mann. Ist das schon wieder tot, der Toni? Ist da vielleicht nicht recht, wenn ein Gast bei dir einkehrt? Aber natürlich ist ihm recht. Grüß dich Gott, Donald. Ja, ja. Sag, fährst du vielleicht fort? Ja, eigentlich wegen dir. Wegen mir? Wieso denn? Einen neuen Wein kaufen, weil du den alten beinahe schon ausgesoffen hast. Hörst du, wenn du einen Wein einkaufen fährst, dann bringt er von mir ein bisschen einen Stärker mit. Ist er vielleicht mein jetziger zu wach? Na freilich, sonst könnt ihr da nicht so viel davon trinken. Könnte es vielleicht hassen, dass ich mir meinen Wasser schicke? Aber nein, aber in dein Wasser schützt dein Wein. Dann ging er nicht schon ein anderes Wirt, hast du. Wieso? Mir gefällt's ja recht gut bei euch. Du, und was deinen Wein anbelangt, den trinke ich doch nur, weil mir der Doktor den Alkohol verboten hat. Komm, Eva. Thema. Was die Wirtin fort damit? Schaut. Frag's kaum, sie begleitet mich nur als die Kürze. Vierte Burge. Vierte Gott, Wirt. Vierte, du Schauspieler, du Windiger. Vierte Gott, du Hami, du. Burgi. Was hättest du denn gern? Was ich gern hätte? Nein, wenn ich dir das sagen könnte. Sag's nur. Also, wenn ich bestimmt wüsste, dass ich das krieg, was ich gern hätte, dann täte ich das schon sagen. Ein Bier, ein Wein, ein Most, ein Kaffee, ein Kramp, ein Tee. Nein, das ist alles miteinander nicht so gut wie das, was ich gern hätte. Das muss ja nachher ganz was Extras sein. Na, ist es auch. Oder ist ein Puzzle von dir nicht ganz was Extras? Ach, da schau her. Ein Puzzle will er haben. Von einer einsamen Jungfrau. Ich will dich halt von deiner Jungfer, von deiner Einsamkeit erlösen. Dankeschön. Erlös eine andere, ja? Bei mir sind die Busseln ausgegangen. Wieso hast du schon so viel hergeben? Ach, geh du, ich hab keine zum Hergeben. Ich bin zum Bedienen da, aber nicht zum Busseln. Geh, Burgerl, wegen einem Bussel. Auslassen, sag ich. Und wenn ich nicht auslasse? Du, ich sag das, ich schlag mit die Füße. Ah, da schau her. Geh, bring mir ein Viertel Wein. Heute bist du wieder mal recht freundlich. Ihr kann's ja egal sein, wie ich bin. Die Hauptsache ist, dass die Wirtin ja recht freundlich ist mit dir. So ein saures Gesicht wie du hat's mir noch nie gemacht. Na bittchen, dann kannst du jetzt zufrieden sein, wenn sie süßer ist als wie ich. Sie es?
Sieh's, freundlich ist halt, wie sie es für eine Wirtin gehört, weiter nichts. Gege, glaub nicht, dass ich nicht schon längst bemerkt hab, wie viel zwischen dir und der Wirtin geschlagen hat. Gell? Geh, Burgi, jetzt muss ich aber lachen. Also bitte, das ist doch eine Depperte, dass du in die Wirtin verbrennt bist. Ja, das sieht niemand, dass ich nur dir zulieb dem Wirten seinen Sauerrahm vertrink. Mir zulieb? Ha, dass ich nicht lach. Der Wirtin schaust du ganz verliebt nach, wenn sie ihren Dings da dreht so. Sie hat ja auch nur zum Draht. Im Ernst, Burgel, muss ich dir denn wirklich erst sagen, dass ich dich gern hab? Dankeschön. Ein Schauspieler, der was jeden Abend auf der Bühne eine andere anpuzzelt und nur dazu vor so viel Leid. Das ist nichts für mich. Ja, aber Burgel, das muss ich doch, das gehört doch zu meinem Beruf. Dafür krieg ich doch Zeit. Pfui Teufel. Zahlen lässt er sich auch noch. Du Playboy! Und jetzt ist es ganz aus. Jetzt sag ich dir noch einmal, ja? Ich will nichts mehr von dir wissen. Und wenn du mir ein bisschen gern hast, dann riss ich dann ab. Zahlen! Das stimmt. Für dich Gott! Und was das warst, das war der letzte Wein, den ich hier getrunken habe. Der Toni geht! Und niemals trinkt er wieder. Da geht er hin. Macht nix. Muss er halt statt ein Wein ein Bier trinken. So, mein Mann ist fort. Ja. Wo ist denn der Toni? Der ist auch fort. Was? Der ist fort, wo er mit dir labor? Ja. Ist er dir nicht nahe getreten? Getreten wäre er schon, aber ich bin standhaft geblieben. Ja, er sieht dich halt gern. Mei, wann er kommt. Nur die schaut er an. Nur mich? Und die Seufzerei. Seufzen tut er auch? Und gestern hat er die Zigarren, die er dir angeschaut hat, verkehrt in den Mund gesteckt. Und sich den Mund verbrennt. Das könnte Liebe sein. Aber ich kann nun einmal nicht ausstehen, diese Schauspieler, wenn ich mir vorstelle, dass der jeden Abend auf der Bühne andere anpuzzelt. Das kann man ja nicht aushalten. Das ist doch nur Spülerei. Also ich raufe jeden Abend. Ja, also du musst ihm halt dazu bringen, dass er das Geschäft, was er verbochtet hat, selber führt. Hat so einen schönen Kaufladen. Hat so einen schönen Kaufladen und wird Schauspieler. Der ist ja nicht normal. Schauspieler ist doch was Schönes. Okay. Nee. Wenn ich beim Theater war. Oh. Also, ich kann es noch einmal nicht aufstellen, diese Versteller. Na, du siehst ihn doch gerne. Ja, das schon. Und du willst, dass er lieb zu dir ist, hm? Ja, das möchte ich auch. Ja, und warum dann nicht? Weil ich es nicht mag, diese Kasperl. Ja, vielleicht wendest du dich. Ich bitte, Burgen. Jetzt nimmst du den Buben und geh mit ihm spazieren, gell? Ja. Der ist wenigstens noch ungefährlich. Ja. Naja, aber in 20 Jahren wird er genauso ein Casanova sein wie der Toni. Oh, grüß Gott, Herr Doktor. Ja, grüß Gott, Frau Wirtin. Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Also, Sie kommen immer, wenn mein Mann nicht da ist. Ja, ist er schon wieder nicht da? Jetzt bin ich schon langsam neugierig, wann ich den endlich einmal kennenlerne. Mir scheint, da muss ich schon warten, bis der mal einen Zahn zum Reißen hat. Wo ist er denn schon wieder? Wein einkaufen ist er gegangen. Ach so, naja, da wird er nicht so lange ausbleiben. Na, 8 Tage muss er sitzen. Was? Ja, nein, wissen Sie, Wein kosten, das dauert halt seit Zeit. Na, freilich. Ja. Ja, dass ich nicht vergesse, ja. Ich habe da ein Telegramm bekommen von meinem Kollegen, dass Ihre neue Sommerpartei, der Herr Johann Untermeier, heute oder morgen ankommt. So früh schon? Es macht nichts, das Zimmer ist eh schon gekriegt. Bravo, ja. Und schauen Sie nur recht drauf, dass er keinen Lärm hat. Das ist das Wichtigste. Ruhe und noch einmal Ruhe. Ja, die kann er haben, mehr als uns lieb ist. Ja, das Geschäft geht wohl nicht besonders. Es geht überhaupt nicht. Dass es sowas gibt. Man sollte doch glauben, dass in einem Wirtshaus, wo so eine saubere junge Wirtin ist, nie ein Platz zu haben ist. Also so arg ist auch wieder nicht. Wohl. Ich freue mich direkt drauf, wenn Sie einmal krank sind. Also sick wollen wir. So, ja. So ein bisschen Fieber wäre mir schon genug. Da könnte ich dann meine Hand auf Ihre Wangen legen. Und so. Mei, sind Sie, liebes Frauen. Grüß
Grüß Gott. Ja, ja, also die Pupillen sind in Ordnung, ja. Ja. Und Fieber haben sie auch kein. Oh. Ein bisschen nervös sind sie heute, das ist alles. Ja. Haben sie sich über irgendwas aufgeregt? Ja, ich nicht. Ach so, ja. Ja, dann ist schon recht, ja. Medizin brauchen sie keine. Aber ein kalter Umschlag könnte nicht schaden. Wem? Na, Ihnen. Ach so, ich hab gemeint. Ja, ja, dann gehe ich heute, ja. Und morgen komme ich dann die Sommerpartei untersuchen. Ja. Werden sie da auch in die Pupillen schauen? Na, das versteht sich. Aber nicht so lang wie mir. Ja, also auf Wiedersehen, Frau Wirtin. Auf Wiedersehen, lieber Herr Doktor. Wer war denn das? Unser neuer Herr Doktor. Na, gar so neu ist der auch nicht mehr. Sag, Fröter, was? Aber nein, erst mal nur sagen kommen, dass unsere neue Sommerpartei heute oder morgen ankommt. Ja, da muss er dir so tief in die Pupillen schauen. Er hat vielleicht gemeint, dass ich ein Fieber habe. Du weißt doch, so ein Arzt will doch immer, dass man krank ist, damit das Geschäft gut geht. Willst du einen Wein tunnen? Nein, Bier. Was, seit wann trinkst du ein Bier? Seit heute. Trink eh lieber einen Wein, aber zu Fleiß trink ich ein Bier. Wir haben aber nur ein Flaschenbier, Donald. Na, gib mir eine Flasche. Ja, da hast du. So. Ui. So, Donald, Gesundheit. Danke schön, Eberl. So. Zum Wohl. Prost. Du, Eberl? Ja? Du wolltest doch immer mal sehen, wie ich am Theater ausschaue. Ja. Jetzt habe ich da mal ein paar Perücken mitgebracht, schau. Ja. Mei, ist das spaßig. Und die musst du alle aufsetzen? Also, wenn ich einen schönen spiele, dann bleibe ich so, wie ich bin. Eingebildet bist du gar nicht, Herr. Ja, und wenn ich einen hinterfotzigen spiele, dann setze ich mir die schwarze auf. Und wenn ich einen lustigen spiele, die rote. Jö, ja, bitte, setz eine auf, bitte. Ja? Na, also gern. Ja. Na? Wie gefällt dir? Na, lieb, schaust du auf. Jetzt hast du der Briefträger, hat mir die Zeitung für euch mitgegeben, dass er sich den Weg da spart. Ist der Brief auch für mich? Nein, der gehört mir. Du, lass einmal schauen, ob das eine Weiberhandschrift ist. Du hast gar nichts zum Schauen. Das sag ich aber der Vogel. Aber der Brief ist von meinem Onkel aus Murling. So, so. Hat der Onkel blonde oder braune Zöpfe? Mir scheint, du glaubst mir nicht, dass der Brief vom Onkel ist. Da lies, was draufsteht. Xaver Obermeier Murl. Oh je, jetzt habe ich da wieder Unrecht da. Aber das ist gespaßig. Was ist gespaßig? Wieso steht da Herrn Anton Ederinger, Bebersbach, Wirtshaus zum Goldenen Hahn? Das weiß ich nicht, warum der Onkel gerade den Brief da an das Wirtshaus adressiert hat. Ja, ja. Wahrscheinlich hat er gewusst, dass er dich nur im Wirtshaus antrifft, der Brief drin. Ja, siehst, das kann möglich sein. Der Onkel, der hat mir immer nur das Schlechteste zugegeben. Ja? Oh mein. Was? Ist was geschehen? Na, da war ich noch nicht, aber es wird bald was geschehen. So red doch! So ein Unglück. Hat er geschrieben, dass er gestorben ist? Das wäre kein Unglück. Herkommen tut er. Wer? Na, mein Erbonkel. Na, der kommt her und du freust dich gar nicht. Na, wie soll ich mit den Freunden, wenn er mir enterben wird? Hast du was angestellt? Ja. Oh je. Du, Eva? Ja. Sag, wie lang bleibt denn eigentlich dein Mann vor? 8 Tage. 8 Tage? Mhm. Dann geht's. Was geht? Eberl, dass der Mann so lang fortbleibt, das ist für mich ein Glück, das ist ein Wink des Schicksals. Eberl, ich habe mit deinem Vater das Leben gerettet. Eberl, jetzt kannst du dich dafür revanchieren. Ja, aber... Eberl, wenn du nicht zu mir holst, dann sind die 300.000 Schilling, die ich einmal vom Onkel kriegen soll, dahin und ohne die kann ich nicht leben. Ohne mich? Na, ohne die 300.000 Schilling. Eberl, gib mir die Hand drauf, dass du mich nicht im Stich lässt. Nein, aber was soll ich denn machen? Also pass auf. Ich bin von jetzt an der Wirt vom Goldenen Hahn. Und du bist... Die Henne? Nein, ich meine deine Frau. Nein, du bist die Frau von meinem Zwillingsbruder, dem Rudi, weil ich dem Onkel geschrieben habe, dass die genauso ausschaut. Ja, aber ich hab doch... Ich bin noch nicht fertig. Dann brauche ich noch für mich ein Weib und ein Kind und... Das Kind, das haben wir. Dann nehmen wir den Hansl. Ja, und den Weib leihen wir von einem Freund aus. Toni, soll ich nicht den Doktor holen? Na, glaubst du, dass mir der seins leiht? Der hat ja keins. Dann kann er mir's ja auch nicht leihen. Du, und seine Wirtschafterin hat es viel zu alt. Ich hab doch dem Onkel geschrieben, dass mein Weib jung und sauber ist. Was? Du hast ein Weib? Aber gar nichts hab ich, aber der Onkel glaubt, dass ich eins hab. Ja, Toni, ich glaube, ich hol lieber doch den Doktor. Na, weil ich bleib da. Also pass auf, ich werde dir alles erklären, wie das ist. Ja? Wie mein Onkel Xaver Obermeier in Murling gehört hat, dass ich beim Theater bin, hat er mir geschrieben, dass ich keinen Groschen mehr von ihm kriege und dass er mich enterben wird, wenn ich die Komödienspielerei nicht an den Nagel hänge. Und hier ein liebes Weiberl nimmst. Na, siehst, merkst schon was. Ja. Am liebsten hat er geschrieben, wenn ich ein Wirtshaus übernehme. Der ist selber ein Wirt und der weiß, dass man da schön verdienen kann, wenn man ein gutes
schönes Brunnenwasser vorm Haus hat. Okay, ja, naja, da habe ich heute dem Onkel geschrieben, dass ich die Wirtstochter vom Goldenen Hahn geheiratet habe. Das ist eine Frechheit. Ja, dass ich das Geschäft übernommen habe und dass ich ein bisschen Geld brauchen wird, weil ich den Hahn gern vergrößern möchte. Und da hat er was geschickt? Ja, aber da mehr könnte er nicht für mich tun, hat er geschrieben, weil das Geld für zwei Leute genug wäre. Da habe ich ihm halt nach einiger Zeit geschrieben, dass wir jetzt nicht mehr zwei Leute, sondern schon drei Leute sind. Ein Kind ist da. Ein fesches Buberl. Was? Und da hat er dann wieder was geschickt? Ja, natürlich. Aber das wäre jetzt endgültig das Letzte, weil auch ein bisschen an meinen Zwillingsbruder, den Rudi, denken müsste, der in Südamerika Farmer ist. Da warst du aufgeschmissen, aber nein, aber nein, wie wieder ohne Geld war, habe ich dem Onkel geschrieben, dass jetzt der Rudi mit seiner Frau bei mir da sind. Sie sind auf Besuch und kosten mir einen Haufen Geld. Und er soll mir geschwind für den Rudi 15.000 Schilling schicken. Zwei Tage später war das Geld. Na. Und jetzt kommt er und will mein Wirtshaus sehen. Und mein Weib und mein Kind und den Rudi und seine Frau. Mich schwindelt, wenn ich daran denke, was die alle sehen. Aber er hat nur drei Tage Zeit, weil sie ihn zum Bürgermeister gewählt haben. Aber jetzt ist schön in der Tinte. Nein, gell? Nein, Eberl, wenn du mir hilfst und du hast was versprochen, dann kann nichts schief gehen. Dann soll der Onkel alle sehen, die er sehen will. Auch den Rudi auch? Den auch. Ah, ja, wir müssen das machen, du. In unserem ganzen Ort ist keiner, der dir ähnlich schaut. Ist auch gar nicht notwendig. Ich brauche keinen ausgeliehenen Bruder, weil ich selber mein Bruder bin. Was? Na, mehr schaut mir keiner ähnlich wie immer selbst. Du willst deinen eigenen Bruder spielen? Ja, aber natürlich. Einmal bin ich der Rudi und einmal bin ich der Toni. Zu was wäre ich denn zwei Jahre beim Theater gewesen, wenn ich nicht einmal meinen eigenen Bruder mimen könnte? Stottern tut er. Na, das wäre der Zahnbrüche. Mann, geh bitte, sag, wie du den eigenen Bruder spielst, bitte. Gerne, so ein Kinderspiel für mich. Ja, eben, mein liebes Weibel. Pass auf, gleich wird er da sein, der Onkel Xaver. Er ist schon da. Rudi! Ja, Onkel, soll ich mal ran? Nein, paar Trompeten tut er voll frei. Überraschung. Ja, und das ist dein Weiberl, wie ich gehört habe. Ja, das ist mein Weiberl. Was gibt's denn da zum Lachen? Hast schon recht gehört. Ach so. Ja, geweinig. Gib dem Onkel auch Busserl. Muss das sein? Na, hör, die werden da Busserl wert sein, wo ich doch so viel Geld. Ich darf wieder Herr liebes Weiberl, das hast du sicher drin in Südamerika gefischt. Ja, die Indianer haben's gefangen gehabt. Aber ich hab's ihnen wieder weggenommen. Ich muss sagen, du hast keinen schlechten Kuster. Sag mal, ist denn Toni seine auch so sauber? Na, die ist noch viel mehr Sau. Was? Sau der. Wo ist er denn, der Toni? Ja, wo ist er denn, der Toni? Du hast ihn doch selber aufs Bett geschickt. Ah ja, richtig, der ist am Feld Rübengraben. Ah, okay, Everl holen wir ihn her. Ja. Nein, die Everl soll da bleiben und dir was von Amerika dazu. Aha, ich hol den Toni schon selber. Na, der wird Augen machen. Was ist? Geht der Luft aus hier? Vierte Onkel. Ich renn schon. Aha, ist es gut. Der arme Bub stottert halt noch immer so viel. Ja, ja. Sag mal, Everl, wie war's denn da drin in Südamerika? Hass, so viel Hass. Ja, das kann ich mir denken. Du, das ist so Hass, dass die Händel nur harte Eier legen. Na, sowas. Ah, was ist denn das da für ein Viech? Ah, das sind Haar. Meiner Söhne. Das sind die Haar von den Indianern. Weißt du, das haben wir dem Toni zum Andenken mitgebracht. Aha, darum hängt noch die Haut drauf. Ja, das ist so Brauch bei den Indianern. Weißt du, die ziehen den Leuten die Haut samt der Haut an. Dort sind sie ja noch wilder wie bei uns. Ja. Bei uns wird den Leuten wenigstens nur die Haut angezogen. Sag mal, warum haben sie die denn gefangen, die Indianer? Ja, weil sie nicht gewusst haben, wie man Kaffee kocht. Das hast du einer du gesagt. Ja. Und warum haben sie nicht auslassen, wie sie es dann kennen haben? Ja, weil es wollte mir einer heiraten. Ein Indianer? Ja, aber da ist Gott sei Dank der Rudi dazugekommen und hat mich wieder angekauft. Was hat er denn gegeben für dich? Zwei Glaskugeln. Das ist geschenkt, das ist direkt geschenkt. Ja, da ist es. Hat mich der Rudi doch nicht angelogen. Grüß dich, Onkel Xaver. Ja, grüß dich, Gott.
Loni, wie schaust du denn aus, was du ausschaut? Na, wirklich, gut schaust du aus. Gut schau ich aus. Deine Schwägerin hat mir gerade von Südamerika dazu. Ja, die kennt sich aus in Südamerika, ja. Gell, Eberl? Hörst du? Wenn du so lieb bist zu deiner Schwägerin, wie ist dein Weiberl sagen? Ja, wo ist denn die überhaupt? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Mit der möchte ich ja auch bekannt werden. Auf die habe ich ganz vergessen. Na hör, du bist ein schöner Ehemann. Ich meine, ich habe ganz vergessen, ihr zu sagen, wer da ist. Du Don, wie schaut's denn aus? Das weiß ich nicht. Was? Ich meine, die tut sich immer so viel verändern, weißt du? Ja, du, ist vielleicht schon wieder etwas los, ha? Ich trau mich's gar nicht fragen. Ja, aber jetzt möchte ich sie sehen. Ja. Sie und den Burma, gell? Ja. Aha, da sind sie alle zwei. Ja. Die sind sie, oder nicht? Ja, das sind sie. Ja, grüß dich. Ja, Sie! Werden Sie nicht gleich aufhören? Ja. Wer sind Sie denn? Ich kenne Sie ja gar nicht. Ja, aber Kathi. Ich heiße nicht Kathi, ich heiße Burgel. Ja, aber ich bin doch der Xaver, der Onkel Xaver aus Murlin. Gell, da schaust. Ja, da schau ich. Ein Liebsweiberl hast. Ja. Und Burgel heißt's? Ja, gefällt dir der Name vielleicht nicht? Ein schöner Name, aber du hast mir doch geschrieben, sie heißt Kathi. Also, ja, naja, sie heißt ja auch Kathi. Kathi und Burgi. Alle feinen Leute haben zwei Namen. Und das ist euer Kleiner? Bitte, was ist das auch? Ja, das ist unser Kinder. Also bitte, da muss ich aber schon bitten. Sie möchte bitten, dass du nicht so laut schreist, damit du den Kleinen nicht aufwächst. Nein, du, ich pass schon auf. So ein Liebstoppen. Ja, aber das stimmt. Wirklich ein schönes Kind, das Kind. Da muss ich dir gratulieren. Na, dir natürlich auch. Eine schöne Mutter hat halt ein schönes Kind. Ne? Ja, aber ich bin ja gar nicht im Mund. Sie meint, sie ist gar nicht so schön. So freilich bist du schön. Sonst hätte du der Toni nicht geheiratet. Ne? Bitte, was hat er? Könnt ihr vielleicht jetzt meinen Koffer auspacken? Der Gehschwägerin zeigt dem Onkel sein Stubel. Wirklich, ein schönes Weiberl hast. Onkel, da drüben in den Extrazimmer. Ja. Gehen wir weiter. Ich muss ihn mal nachschleppen. Sag mir mal, ist das vielleicht gar schon der narrische Kinodirektor? Burgerl, wenn du mich nur ein kleines bisschen gern hast, dann kannst du jetzt nicht nein sagen. Ja, von Gottes Willen, was willst denn du von mir? Burgi, ich verstehe, dass du uns alle für narrisch hältst. Ich werde dir das nachher alles erklären. Jetzt bitte ich dich nur um eins, dass du auf drei Tage meine Frau bist. Deine Frau? Fällt mir ja gar nicht ein, was ich da alles tun müsst. Aber es ist ja nur vor dem Onkel Xaver, sonst nichts. Und der ewige Kind, das ist unser Kind. Ja, aber auch nur, wenn der Onkel Xaver da ist. Das wird ja allerlei besser. Burgerl, wenn er sich niedergelegt hat, werde ich dir alles erklären, warum das so sein muss und sein muss. Und wenn du mir nicht hilfst, springe ich vom Kirchturm runter. Na, Toni, das darfst du nicht tun. Ja, das tue ich. Nein. Wenn ich dann tot bin, komm ich um 12 in der Nacht in deine Kammer als Geist. Und setz mich auf die drauf und blas das in die Ohren, dass du meine Mörderin bist. Meine Mörderin, die den schönsten Mann der Welt in den Tod getrieben hat. Toni, das darfst du nicht tun. Ja, das tue ich. Nein. Und dein Gewissen wird dich zwicken und keine ruhige Stunde wirst mehr haben. Und die Haare wird's dir ausreißen. Oder tätst du dir nicht leid um mich, wenn ich dahin wäre? Toni, das überlebe ich nicht. Eben, dann tue, was ich das so. Ja, Toni, alles tue ich. Gut, dann springe ich auch nicht vom Kirchturm runter. So, und jetzt bist du meine Frau. Hast du mich verstanden? Ja, aber nur auf drei Tage. Ja, aber um das Bett herum. Da ist aber eine neutrale Zone. Also gut, es wird dir zwar leid tun, was du da alles Schönes versäumst in deiner neutralen Zone. Schön, wirklich schön ist deine Stube. Es gefällt mir überhaupt sehr gut dabei, aber noch besser gefällt es mir, wenn ich jetzt was zum Essen kriege. Ja, Onkel, hol das ja schon. Ja, tust du deine Schwägerin da gut aus? Ja, weil sie immer ein bisschen mithilft in der Wirtschaft. Ja. So. Ja, Frau Wirtin, könnte vielleicht auch ein Glas Wein haben? Der Gehburgerl, bringt dem Onkel einen Wein. Na, Onkel, du hast ein frisches Haus gesehen.
Kaffee gemacht. Großartig. Gerade auf das habe ich mich jetzt gefreut. So, Onkel. Und da hast du auch deinen Wein. Ja, also, soll's leben, Kinder. Gesundheit, Onkel Xaver. Fix dein Wert. Hast du statt dem Weinfassel das Essiggurkenfassel erwischt? Ja, wieso denn? Von dem Wein kriegt man ja innere Verbrennungen. Onkel, wenn du wiederkommst, kriegst du einen ganz guten. Jösses, ihr seid wirklich lieb zu mir, Kinder. Wenn ich daran denke, wie bald ich wieder fort muss. Ja. Schau. Ja. Wir haben ja fest gut gemacht, dass ich nur 3 Tage da bleibe. Und jetzt kannst du am Ende nur 2 Tage bleiben. Nein, es gefällt mir so gut bei euch, dass ich 14 Tage da bleibe. 14 Tage bleibt da? Das freut uns wirklich. Lieber Onkel, ich und mein Burgerl und nicht zu vergessen, der Rudi und die Eva danken dir für die große Ehre, die du uns mit deinem Kommen angerichtet hast. An den Tag werden wir denken, solange wir leben. Und dass du jetzt statt 3 Tage gar 14 Tage da bleibst. Onkel, damit hast du uns was angetan. Eine Freude, die wir dann nie vergessen werden. Ich kann nur immer wieder sagen, du bist uns noch abgegangen. Du hast uns noch gefehlt. In diesem Sinne, Onkel Xaver, Gesundheit sollst leben. Gesundheit, Onkel Xaver. Gesundheit. Ich danke dir recht schön, Toni, dass ein Neffe sich wünschen tut, dass dein Erbonkel noch recht lang lebt. Das erfährt man nicht alle Tage. Das geht einem zu Herzen. Und drum sage ich euch, es könnte leicht sein, dass ich zu den 14 Tagen noch ein paar dazugebe. Onkel! Aber es ist noch nicht sicher. Schön brav sein, dann lass ich vielleicht drüber reden. Onkel, wenn's das tust, dann trifft uns alle 3 der Schlag. Was? Verfreit! Also, brav sein, vielleicht bleibe ich dann da. Aber sagt's mir mal, Kinder, wo ist denn der Rudi? Das hört sich doch nicht, dass der nicht bei uns da beim Tisch sitzt. Na, da hast du eigentlich recht. Das ist doch wirklich die Höhe. Also, so etwas Manieren hat der Kerl. Aber was willst du denn auch von einem Verlangen, der von den Indianern kommt? Wo ist er denn? Was hab ich mich nicht schon bemüht, dem Lackel eine Zivilisation beizubringen? Wo der Rudi ist, möchte ich wissen. Aber es ist ja alles umsonst. Der meint noch, er muss uns eine beibringen. Also, ich sag nochmal, wo der Rudi ist. Na, wo ist er denn? Bitte? Na, wo der Rudi ist, will der Onkel wissen. Also, dann sag's ihm doch schon, wo er ist. Ja. Warum mal aber ich? Sagt sie es ja. Also, da ist er einmal nicht. Ja, und warum ist er nicht da? Also bitte, wenn es nicht anders geht, muss ich das halt erzählen. Wir haben uns gestritten, darum ist er nicht zum Essen gekommen. Ja, warum habt ihr denn gestritten? Ja, Donald, warum haben wir uns denn gestritten? Ja? Woher soll ich es wissen? Ich hab das doch vorhin erzählt. Mir wirst gar nichts. Na freilich hab ich das erzählt. Ach so, na, dann hab ich's halt wieder vergessen. Red, sonst red ich, aber merkt ihr lieb ist. Ja, ich erinnere mich schon. Die 2 haben gestritten. Na? Weil der Rudi am Buben will und die Eva am Arsch. Wie kann man denn den so einer Dummheit streiten? Schafft euch halt zuerst am Buben mal und dann am Arsch. Sieh, das habe ich ihm ja auch gesagt, aber mit dem Kerl kannst du ja nicht reden. Gesagt ist der Primer her, mit dem werde ich Deutsch reden, hörst du. Wen soll ich herbringen? Na, den Rudi. Ja, so, den Rudi. Na, was wird's denn? Na, das ist ja ein Feind. Na, der wird doch nicht wieder heimgefahren sein. Nach Amerika. Warum nicht? Vielleicht hat er was vergessen. Ja, also bitte, wenn er noch da ist, dann nur im Stall bei den anderen Ochsen. Also ich verstehe nicht, denk mal, so einer Dummheit sie streiten kann. Ja. Gell, Burgerl, du würdest dich nicht mit deinem Toni wegen sowas streiten, gell? Ja, nie. Du denkst da halt, kommt's, wie es kommt, stimmt? Ja, das stimmt. Kommt, was kommt. Das ist auch das Beste. So kommt ja eh meistens anders. Ja. Meine selige Alte zum Beispiel, die hat sich immer einen Buben gewünscht. Und ihr mal. Und was ist gekommen? Nix. Darum bin ich auch dem Toni sein Erbonkel. Ah, ja. Grüß dich, Pipi. Ah, da bist du endlich. Ja, der Pipi. Was ist, du hast Händeln locken? Der Bini. Ja, gell, komm, setz dich zu, da zu uns. Sag einmal, du hast noch immer so viel stottern. Nein.
Nur wenn ich rede. Ah, also, okay, komm her da. Sag, wie kann man denn wegen so einer Dummheit mit seinem Weibel streiten? Was hab ich? Dass du gekriegt hast mit ihr wegen eurer zukünftigen Familie. Das ist erlogen. Ja, warum habt ihr denn dann gestritten? Ei. Wir brauchen keine Eier. Eifern tut's. Wo hast Eifern, weil du gar so schön bist, gell? Was wollen wir wieder mit der Eisenbahn? Schöner Show wie du. Dass du nicht lachst. Eifern tut's, die dummen Noten. Jetzt nimmst du aber die Noten zurück. Ich bin ja nicht blöd, bin froh, dass du draußen bist. Weil gibt's doch jetzt einen Frieden. Ein Eifern du jetzt, weil ich gesagt hab, die Burgl hat was weh? Augen wie ein Reh. Und deswegen eifert. Die Spinner, die Lua. Aber so fest hätt's auch nicht herbracken müssen. Das ist eine Was ist das? Das ist eine Gemeinheit. Zur Strafe Mum. Jetzt haben wir wieder in Kurstall. Du musst heute allein schlafen. Ich geh am Heubobobo. Wo geht's hin? Am Heuboden. So eine Gemeinheit. Gib mir ein Watschen, dass mir fast der Kopf Jetzt bin ich beleidigt. Klaren Watscherl. Geht ihr jetzt am Heuboden und lasst mir die ganze Nacht allein. Aber bitte, bitte, soll er noch gehen von mir aus, aber dann soll er am Heuboden bleiben. Von mir kriegt er nichts mehr. Na ja, das war eine Mutz drum Watschen, was du ihm so gegeben hast. Ja. Der Gurgel, gell? Du möchtest deinem Sohnerl nie so eine starke Watschen geben. Gell? Nein, nie. Von mir kriegt er höchstens zwei kleine. Ja. Dazu hast du ihn viel zu gern. Gell? Viel zu gern, Onkel. Viel zu gern. Na, war er schon da, der Rudi? Na, freilich war er da, jetzt ist er wieder fort. Na, so sowas. Du, das schaut ja gerade so aus, als ob er dir aus dem Weg gehen tät. Wo ist er denn? Am Heuboden auf. Am Heuboden? Ja. Was macht er am Heuboden? Bocken tut er, mit seinem Weiberl hat er sich zerkracht. Also schaut, dass du nicht da gewesen bist. Aber wenn du ein guter Kerl bist, gehst auf, holst ihn runter und machst ihn wieder gut. Lieber Onkel, das wird nicht gehen. Na, warum soll der Rudi ist ein Dickschädel, ein Indianischer. Da müssen wir schon warten, bis der von selber wieder vom Heuboden runterkommt. Ja, hast auch recht. Bis morgen in der Früh wird er schon wieder gut sein. Aber dann möchte ich euch beide da nebeneinander sitzen sehen, gell? Ich weiß nicht, ob das gehen wird. Na, warum soll denn das nicht gehen hier? Onkel, hast du noch Hunger? Bist du vielleicht ein Kaffee? Aber nein, gell, wir haben da eh jetzt so viel gegessen. Der Bugel, komm, setz dich zu da zu uns. Hm? Ich habe euch zwar noch nie zärtlich miteinander gesehen. Hm? Ja, weißt du, Onkel, wir halten uns sehr zurück, weißt du, weil der Toni, das ist so ein Hüder. Ja, wenn ihr mal anfangt, dann kenne ich keine Bremse mehr. Ja, das hat er von mir. Bist du vielleicht auch so ein Wildling? Ja, freilich. Ja, so sind wir zwei, die Wilden von Murling. Ja, aber Gege, jetzt gibt ihr ein Busserl, gell? Weil sonst glaube ich euch eure große Liebe nicht. Also, wenn ich da bin, dann bremst er schon, dann ist er kein Wildling. Sie schämt sich vor fremde Leute Busserl. Nein, Onkel, der Toni bremst nicht. Ja, von mir braucht er sich doch nicht schämen. Ich bin doch der Xaver, Onkel. Los, gib ihr ein Busse. Ja. Also gut, komm, Burgl, zeig mir dem Onkel, wie wir zusammenpassen. Nein, nein! Schau, Onkel, er bremst schon wieder nicht. Das lasse ich mir gefallen. Ich kriege keine Luft. Aufhören jetzt! Fortsetzen auf noch! Also, das fällt mir gerade noch! Hörst du? Schau dir was an, wie ihre Augen leuchten. Ich glaube, die möchten am liebsten jetzt schon im Bettel sein. Also, Onkel, wie kannst denn du nur sowas sagen? Sie schämt sich! Bei mir leuchtet gar nichts, ja? Und schon gar nicht die Augen! So, Marsch ins Bettel! Also, der Onkel ist ja ein Kuppler! Komm, Burgerl! Geh mal! Ja, das ist eine Idee! Ich geh in den Garten aus der frischen Luft. Nichts da! Nicht da bleibst. Wo ist eure Kammer? Dort! Aber wo nie? Gute Nacht! Das ist nur Theater! Ja. Gute Nacht! Also komm schon, der gibt's uns keine Ruhe! So, jetzt geh hier ein bisschen in den Garten aus der frischen Luft! Ja, Onkel, das ist eine Idee, aber es sind sehr viele Gössen draußen. Gössen sind gut, da lese ich zuerst mal Zeitung. Toni, was machen wir denn jetzt? Na komisch, der geht gleich beim Fenster raus. Aber das ist doch vergittert! Was gibt's denn dort zum Flüstern? Ja, sie schämt sich schon wieder. Na, warte mal, bis morgen in der Früh wird die Schammerei schon vergangen sein. Lass was, Onkel, ich lese dir die Zeitung vor, du verdirbst das uns die Augen. Nix, ich verdirb mir überhaupt nichts, wir brauchen keine Geschichte. Von Burgl. Eine Toi. Von Burgl. Es geht doch nicht, es ist ein Landtreiber, es ist ein guter. Sehr gut.
Der Zeitung lesen würde ich jetzt auch nicht. Ich geh du lieber aus in den Garten. An mir haben die Gößen wenig sehr viel zum Saugen. Gott sei Dank, er ist fort, Toni. Jetzt kannst du geschwind gehen. Burgerl! Ja, was ist denn? Gehen wir zum Abschied nur ein Puzzle. Hast du heute schon genug geschnallt? Komm, geh weiter. Ja, aber Freiwilliges, die sind besser. Toni, geh weiter. Burgerl! Ja, was willst du denn? Dich. Als ein Ganzer. Mich? Als ein Ganzer? Ja, wie meinst du denn das, Toni? Na, heiraten will ich dich. Du willst mich heiraten? Toni, jetzt kriegst du ein Puzzle, dass dir Hören und Sehen vergeht. Jö, das war gut. Aber Toni, jetzt geh weiter, komm, geschwitten. Komm. Du Burgerl? Ja. Aber jetzt kennst du mich schon in dein Kaum einlassen. Die Meschspeise, die für den Sonntag bestimmt ist, soll man nicht schon am Samstag essen. Ja, aber ein bisschen naschen kennst du mich da lassen. Ja, sag mal. Was machst denn du noch da? Der ist schon wieder da. Du solltest ja längst in der Kammer sein bei deinem Weiberl. Sie hat mich rausgeschmissen. Ja, das ist eine rafferte Familie. Zuerst streit der Rudi mit seinem Weiberl, jetzt fangst du auch noch an. Ich geh zum Rudi am Heuboden. Da bleibst. Wegen was habt ihr denn gestritten? Hm? Ja, sie hat mir ein Puzzle ins Ohrwaschel reingeschmatzt und das vertrag ich nicht. Nein, das glaube ich dir nicht. Wird sicher etwas anderes gewesen sein. Also los, erzählst deinem Onkel, vielleicht kann ich da helfen. Was war denn? Ja, also sie hat sie. Also was gewesen ist, möchte ich wissen? Sie will zu dem Buben normal. Na und? Na, du kannst leicht nach uns sagen. Bei den schweren Zeiten habe ich genug zu tun, das eine Kind zu erhalten. Für ein zweites langt's auf keinen Fall. Wenn ich das sage, es langt, dann langt's. Los, hinein, antreten. Nein, Onkel, das kann ich mir nicht leisten. Pass auf einmal. Wenn ein zweites Kind auf die Welt kommt, kriegst du von mir 10.000 Schilling. Geht's jetzt? Ja, jetzt geht's. Onkel, du bist eine Seele von einem Menschen. Ja, das weiß ich eh. Aber jetzt geh ich zur Burgi rein und sag ihr, was wir zwei ausgemacht haben. Zum Schluss haut's den Ome aus. Warte, komm gleich. Der ist im Stand und wartet draußen auf das zweite Kind. Ja, da kommst du raus. Da gehen wir. Onkel, schau mich an. Ja, wieso? Denn von mir braucht ihr doch nicht schauen. Ich bin doch der Xaver-Onkel, nicht? Und dem Toni wird das sicher nichts Neues sein. Also, alles ist in Ordnung. Bitte, was ist in Ordnung? Das Kind ist bewilligt und wird von mir subventioniert. Bitte. Was für ein Kind? Also pass auf einmal. Wenn ein Mädel auf die Welt kommt, kriegt der Toni von mir 10.000 Schilling. Ja, aber bitte, was für ein Madel? Das Mal, was du gewünscht hast. Ja schon, aber doch nicht auf Bestellung. Nix aber, marsch hinein, ja, in die Stube. Eine da mit eine hab ich gesagt. Los, du Onkel. Was denn? Es geht doch nicht. Ja, um 10.000 Schilling muss gehen. Ja, aber um 20.000 ging es noch besser. Na, schaut euch da, ein Erpresser ist das. Na, so was. So, ich spüre es aber rein, dass nicht gestört werden. Guten Abend. Guten Abend. Ja, das freut mich, dass ich Sie endlich einmal antreffe. Wir meinen's? Ja, ich war nämlich schon ein paar Mal da, aber ich habe immer nur Ihre Frau angetroffen. Wem seine Frau haben Sie getroffen? Ja, Ihre. Meine? Ja. Der hat einen anständigen Blöscher. Ja. Sonst, was wollen Sie denn überhaupt da? Ja, ich bin nämlich der neue Doktor. Na, von mir aus sind Sie, wie es wollen. Dr. Moser. Na, was geht denn das mir an? Wie? Was? Ich komme gerade von einem Krankenbesuch und weil ich da noch Licht gesehen habe, bin ich heute mal nachschauen gekommen. Was haben Sie denn da zum Nachschauen? Ja, ob Sie jetzt zu Hause sind. Ich? Ja, natürlich, wir müssen uns doch kennenlernen. Ich muss überhaupt nichts. Wie? Was? Ja, aber Herr Wirt. Aber ich bin doch nicht der Wirt. Ja, sind Sie denn nicht der goldene Hahn? Früher einmal war ich ein Hahn. Jetzt bin ich nur mehr der Onkel. Onkel? Ah, der Onkel vom Wirt. Ja, ich bin der Onkel vom Wirt. Na, sowas. Da passt Ihnen was nicht schon? Nein, aber ich hab Sie für den Wirt gehalten. Da hätte mich eh gewundert, wenn die Frau sich so einen Ehemann ausgesucht hätte. Ja, Herr Onkel, es ist mir ein Vergnügen. Ja, mir auch. Gute Nacht. Ja,
Und der Wirt, Ihr Neffe, ist noch immer nicht zu Haus? Der ist mit seinen Weibern schlafen gegangen. Gute Nacht. Ach, bildsaubers Frauen, die Wirtin. Ja, gute Nacht. Ja, und so resolut. Ja, das finde ich wieder nicht. Ich halte die Wirtin eher für einen Haserl. Die Wirtin? Na, ganz im Gegenteil. Die andere ist so, wie sie sagen. Was für andere? Na, die Schwägerin von der Wirtin. Die Wirtin hat eine Schwägerin? Ja, die kenne ich ja noch gar nicht. Na, die wird's da warten, ja. Gute Nacht. Ja, und Sie wissen nicht, ob die Frau Wirtin ihrem Mann gesagt hat, dass heute Nacht oder morgen früh die neue Sommerpartei kommt. Ich weiß überhaupt nicht. Was? Eine neue Sommerpartei soll kommen? Ja, ein künftiger Patient von mir. So, so, ein Patient. Von Ihnen. Was fehlt ihm denn? Ja, nicht so, er ist nur schrecklich nervös. Aha, narrisch. Nein, er ist nur sehr lärmempfindlich, das ist alles. Aha, und der soll da zu meinem Neffen als Sommerpartei kommen? Ja, ist er vielleicht schon da? Nein, ich weiß von nix. Ja, dann kommt er bestimmt mit dem Nachtzug oder morgen früh. Ja, ist auch recht, ja. Und sagen Sie Ihrem Neffen, der Mann darf nicht gereizt werden. Ja, ich sag's ihm. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, Herr. Herr, ja, jetzt weiß ich nicht einmal, wie Sie heißen. Ich bin der Xaver Obermeier. Obermeier? Na, das ist aber spaßig. Was gibt's denn da zum Lachen? Na, die neue Sommerpartei heißt nämlich Untermeier. Wir haben so einen blöden Namen. Ja. Also gute Nacht, Herr Untermeier. Obermeier! Ja, ich werde dann morgen wieder herschauen. Gute Nacht! Ja, gute Nacht. Ein ekelhafter Mensch. Fach! Aha, na gut, wie werden wir denn das machen? Herstellen. So. Dass nichts passiert. So. Ah, so schön. Ah. Mm. Ah. Oh, ja. Nix vertraut. Du bist mal ein schöner Wirt. Ja. Jetzt schauen wir, muss man sich mit dir, was du für einen Rausch hast. Halt ihn auch bei mir, damit es nicht umfällt. Ja. Ist noch gut, dass mir der Alkohol nichts macht. Du, Vinzenz, wo ist er denn? Vinzenz, hm? Sag mal, wo sind wir denn? Also, Mir kommt vor, auf der Straße sind wir nimmer. Das kommt mir auch so vor. Riechen tut's noch ein Wirtshaus. Genau so riecht. Sind wir vielleicht gar schon daheim? Einen Moment. Das werden wir gleich wissen. Halt mal. Das werden wir gleich, wenn wir das haben. Grüner Teufel! Das stimmt schon. Was stimmt? Dass wir daheim sind. Sag einmal, woher weißt du denn das? Ich hab deinen Wein gekostet. Und dann so einen Sauerampfer kriegt man nur bei dir. Jetzt geht's um mein Weibi.
Na, die wird nicht schlecht schauen, dass ich schon wieder daheim bin. Ja, ich glaub, du sitzt deine 8 Tage hoch. Ja. Dafür haben sie mich wieder heimgeschickt, ja. weil eine Amnestie rausgekommen ist. Ja, du hast schon ein Sauer Auto. Wenigstens haben wir gleich den Wein kaufen können. Nicht? Und die Amnestie haben wir auch feiern können, gell? Ja. Mir kommt vor, wir haben bis jetzt viel gefeiert. Du so ein Glück kann gar nicht gut gefeiert werden. Kann gar nicht. Geh mal auf. Mein Lieber. Ruhe da mit der Rat. Ja. Halt die an bei mir. Dann kann er gar nichts geschenken. Mein Alter, Was noch? Was hast du? Mir scheint, jetzt ist aber da was geschehen. Ich bin ja neugierig, wie wir da wieder auf die Hecke kommen. Sag mal, wo das mal unten sein. Jetzt können wir nicht mehr umfallen. Ja. Der steh auf. Du Depp, du mich gar nicht aufstehen, wenn mich der Alkohol niederhält. Wie kannst denn du zu mir Depp sagen? Ihn raus, sondern wir alle gleich. Den Depp nimmst du ruck, sonst schmier ihn auch nicht. Oh, hör, du Rame, du! Mich triffst nicht, gell? Heut nicht. Morgen, erinnere mich morgen, dass du bei mir erwatschen willst. So besoffen bin ich auch wieder nicht. Jetzt steh mal auf. Steh mal auf, warte mal. Gehen wir's halt an. Mein Lieber, der holt nieder, so? Der Wein, mein Lieber. Warte, ich komm schon. Ja. Passt du? Warum ist denn der Wamme so finster? Ich komm auf, oder? Jetzt komm ich. Komm auf, komm schon hoch, komm hoch. Du hörst, das war aber eine schwere Arbeit. Wo ist denn mein Koffer? Wo, was für ein Koffer? Na, hast denn du gerade noch vorhin in der Hand gehabt? Wo hab ich denn deinen Koffer? Du, ich glaub, der ist mir beim Brunnen aus der Hand gefallen. Ich werde ihn schon suchen gehen. Ja. Ja. Du und ich? Ja. Ich gehe jetzt zu meinem Weib. Ja, mein Eber. Na, die wirst sehen, von lauter Freude aus dem Bett fallen. Ja, und du und das Bett, gell? Eigentlich hätte ich ja was Schönes mitbringen sollen. Ja, das bringst du ja eh einen schönen Ofen mit, nicht? Weil Vincent! Was denn? Da sitzt wer. Wo? Ich seh nix. Ja, was wir haben. Das will ich nicht. Siehst du noch einmal nichts? Nein, wie kommen denn die in die Gosch, du meine? Wer? Na, die zwei. Die sind ja drei. Wie viel? Drei. Mei, hat der noch raus. Du bist ganz schön angesoffen. Du, komm ich jetzt hier geh wieder noch an. Ja, das ist aber. Es ist nur einer. Passt. Was soll das denn? Passt. Und ich, wir sind so besoffen, dass wir fünf für einen anschauen. Du, wer kann das sein? Vielleicht ist das. Einbrecher? Kein Einbrecher schlaft du nicht. Das proben die anderen schlafen. Nun, der Gast darf's
Heimgehen vergessen. Wir vergessen die Gäste, nur aufs Hergehen. Ja, wer kann denn noch wirklich Saison machen? Was hat er? Was, wer das ist? Du, das ist unsere neue Sommerpartei. Ja, da kannst du recht haben. Na klar, aber wenn er nicht narrisch war, schlafen die ja im Bett, nicht? Stimmt, das ist unsere narrische Sommerpartei, ist er da heute noch gekommen. Wo war er nicht gekommen, war er ja überhaupt nicht da. Und er ist halt gekommen, da wecken auf, ich geh. Ja, wohin denn? Schlafen. Na, hörst du mein Koffer? Den such ich mal. Und wenn er da war, einer steht? Sehr lauter Klumper drin. Oha, da ist ein Flascherl Spezialwein drin. Flascherl Spezialwein ist drin? Dann such ihn gleich. Ja, ohne Licht wirst du nichts finden. Du, wenn ein Flascherl Spezialwein drin ist, find ihn bei der stärksten Finsternis. Ja, das ist ja nicht so schön. Die narrische Sommerpartei, die hätte ich jetzt ganz vergessen. Ich fäng eben den jetzt am besten an. Ja, das ist ja was. So. Nicht was. Mit der narrischen muss man vorsichtig umgehen, sonst kriegt er einen Anfall und bringt einen um. Ja, das ist ja nicht so. Ah, ich weiß schon, was ich mache. Ich schicke ihm ein bisschen Wasser ins Gesicht. Und wieder glauben, er ist auf einer Wiese eingeschlafen und es hat zu regnen angefangen. Er rührt sich schon. Es träumt er, dass er schwitzt. Jetzt gut. Um Gottes Willen, das ist die narrische Sommerpartei. Grüß Gott. Sind Sie da noch mit dem Nachtzug gekommen? Ja, woher wissen Sie denn das, Herrn? Der Doktor war da und hat mir's gesagt. Ah, der Doktor? Na, das ist er schon. Ich bin nämlich der Onkel vom Wirt. Wer sind Sie? Der ist er auch. Ich bin der Onkel vom Wirten. Na, den hat's heute damisch. Ja, legen Sie ihn ja nicht in ein Bett, gell? Und schlafen Sie ihn ja gut aus. Morgen werden Sie dann schon wissen, wer es sind, gell? Ein Mutstrumtepp. Wissen Sie überhaupt schon, wo Sie schlafen? Na, freilich weiß ich das, Herrn. Ja, das ist sehr gut so, weil ansonsten hätte ich einen von meinen beiden Neffen aufgeweckt. Wen? Den Rudi oder den Toni, den Wirten. Er ist ein netter Mensch. Ja, jetzt lassen Sie mir was sagen. Der Wirt, der bin ja ich. Wer sind Sie? Der Wirt! Armer Hascher. Das bilden Sie mir ja nur ein. Armer Noah. Na, hören Sie, wer du wissen, wer ich bin. Ja, früher einmal haben Sie es vielleicht gewusst, aber heute wissen Sie einen Schmorn. Der Wirt ist mein Neffe. Und wenn Sie es nicht glauben, dann können Sie ja morgen in der Frühe seinen Brudern fragen. Wen? Seinen Zwillingsbrudern. Ich habe einen Zwillingsbruder? Der Retten von hinten. Der Wirt hat einen Brudern. Das ist ein fertiger Ochs. Ein Heiochs. Ja. Und jetzt hupfen Sie doch nicht länger rum, dumm, sondern schauen Sie, dass Sie zum Schlafen kommen. Ganz gute Nacht. Gute Nacht.
Ein Depp. Also, so ein Rindfisch war noch nicht da, ne, macht nichts. Hauptsache ist, dass er ein Geld da lässt. So, und jetzt geh ich zu meiner Eva. Eva! Ja, sag einmal, was machen Sie denn die da bei der Tätie? Hab ich nicht gesagt, Sie sollen schlafen gehen? Ja, ich geh ja eh. Hör, dass Sie nicht gleich stecken in mir. Ich verstehe meinen Neffen nicht, dass ich dir einen solchen Anoren aus fremden Gast da hernehme. Na gut, dass ich da bin. Und wenn er keine Ruhe gibt, dann bin ich ihm draußen an einem Baum. Ja, also sowas. Nein, danke, das ist ein schöner Hof. Da ist mir sein Leben nicht mehr sicher. Da muss man still sein, sie soll das gefallen lassen, sonst wird er einen Anfall und bringt dann noch um. Sagt denn die Toni? Ich bin's, der Vinzenz! Der Vinzenz! Habe ich dich erwischt, was? Den Toni hast du erwartet. Herrn, du hast draufsetzen wollen. Was du da herrst? Danke. Hätte dann gesagt, nicht herein, Toni. Also, wenn du schlecht von mir denkst. Musst du besser, Eva. Schau, wenn ich dich nicht gern hätte, hätte ich dich ja nicht gleich. Du, da schaust, dass ich schon wieder da bin, gell? Ja, wie ist denn das möglich? Na ja, weißt du, ein Manesterl ist rausgekommen und da haben sie mich wieder heimgeschickt. Das ist aber ein Klick. Du stinkst vom Teil. Du hast denn gar keine Freude, dass ich schon wieder da bin? Ein Großmächtiger. Du, mit der Sommerpartei habe ich auch schon geredet. Mit wem? Ja, mit unserer narischen Sommerpartei. So? Mit dem werden wir noch ein schönes gefreut haben, hörst du? Was? Na, der Doktor sagt, der hat's mit den Nerven, aber ich kann dir sagen, das ist ein richtiger Trottel. Wer, der Doktor? Na, der auch. Aber die Sommerpartei ist noch größerer, hörst du? Der hat mir da eine Geschichte erzählt von seinen zwei Neffen, von einem Rudi und von einem Toni. Ui. Brauchst nicht erschrecken, schau. Wenn er wirklich gefährlich war, hätten sie nicht frei umeinander rennen lassen, gell? Ja. Wo ist er denn jetzt? Schlafen ist er gegangen. Du, wir gehen jetzt da. Ja. Komm. Ja, geh nur voraus, ich komm gleich noch. Ja, hast denn du heute noch nicht nur getrunken? Lass mich nicht so lang warten, gell? Ja, Herr, deren Sie den Weinstellung. So eine Frechheit, hab ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen schlafen, gell? Ich geh ja eh zu meinem Weib. Tja, den Teufel, seine Großmutter ist in der Weib. Die Frau Eva ist das Weiberl von meinem Neffen, vom Rudi. Wird aber nicht besser, Herr. Glauben Sie, wenn der am Heibo rum und schlaft, können Sie auf seiner Wiese grasen? Jetzt mal aber stumm, Herr! Was frech wie ein Anno? Also, ich bin sicher, ein guter Mensch. Aber, wenn ich losgehe, dann haben Sie nichts zu machen. Und viel fällt immer. Fühle! Fühle! Aha! Senor, ja. Sehen Sie jetzt endlich ein, dass Sie bei der Frau Eva nichts zum Suchen haben? Oh, aber sicher, alles nur nicht wütend werden. Nur nicht wütend werden. So, na, das hat was gebracht. Aber jetzt geh ich raus, schon, ob's ringt. Na, sowas. Ja, was macht's denn jetzt weiter? Wir haben uns gerade verlobt. Ja, im Garten draußen. So, jetzt setzen wir das ein anderes Mal. Du, Toni, du wohnst gleich neben dem Doktor, gell? Ja. Sei so gut, geh morgen in aller Früh zu ihm und sag ihm den Gefühlten. Den kann ich sie wieder mitnehmen. Was für einen Gefühlten? Der da gerade bei der Tür aus ist. Wisst ihr, wer das war? Ja. Die narische Sommerpartei. Was, der Onkel Xaver? Ist die Sommerpartei? Ah, der kommt schon wieder. Weißt du, wer das ist? Ja. Die narische Sommerpartei.
Jetzt haben wir einen Häfen auf. Schlaft er bis auf die Nacht, dabei fährt dem Toni sein Onkel fort und er braucht von der Komödie überhaupt nichts mehr zu erfahren. Eva, warum erschreckst du zuerst? Ja, Vincent, ja, das ist ja nicht möglich, dass du schon ausgeschlafen bist. Ja, geh, leg dich wieder nieder. Schau, was an und du hast eh nichts. Und noch gleich langen Fahrt wird er das schlafen. Und den Vincent, den leg dich nicht. Lass mich damit Ruhe erst. Ich bin doch kein kleiner Bruder, den wir ins Bett schaffen. Aber es ist nur zu deinem Besten. Also, ich bin schon ausgeschlafen und damit fertig. Also, bitte, bleib dort auf. Aber dann gib mir ja nicht die Schuld, wenn dir das Aufbleiben nicht gut ausschlagt, gell? Prinzessin. Guten Morgen. Morgen. Ich bin der neue Doktor. Ah, war der Toni schon bei Ihnen? Nein, bei mir war niemand. Ich bin von selber gekommen. Sind Sie der Wirt? Ja, ja. Der bin ich. Gott sei Dank, dass wir zwei endlich einmal zusammenkommen. Ich bin der Dr. Moser. Freut mich. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Na, Sie kommen gerade recht. Ja, sind Sie vielleicht krank? Na, ich nicht, aber die Sommerpartei, die Sie uns da rekommandiert haben. Ah, ist die schon da? Ja, leider. Ich wäre lieber nicht, wär nicht da, hören Sie. Ah, ich habe gerade gestern mit Ihrem Onkel über die Sommerpartei geredet. Herr Doktor, das war doch gar nicht mein Onkel, hören Sie. Ja, hat's aber gesagt. Na, nein, dürfen wir doch nicht alles glauben, was er sagt. Ja, wer soll denn das dann gewesen sein? Na, der, der Ihnen gesagt hat, der ist der Onkel, sind Sie, das ist die narische Sommerpartei. Was? Ach, grüß Gott, Herr Doktor. Ja, grüß Gott, grüß Gott. Wissen Sie, wer das ist? Freilich weiß ich das. Das ist die neue Sommerpartei. Was? Einen solchen Norden wie den habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Woher wollen Sie denn wissen, dass das auch ein Neuer ist? Er bütet sich nämlich ein, er ist der Wirt. Jetzt kenne ich mich bald selber nicht mehr aus. Schauen Sie nur, dass Sie ihn recht bald wieder auf gleich kriegen, können Sie? Was ist denn jetzt der Richtige? Was hat er Ihnen zugewischt? Oh, nichts Besonderes. Er hat mich nur gefragt, ob ich glaube, dass es heute noch regnen wird. Also der Kopfbildung nach könnte schon sein, dass der andere recht hat. Was haben Sie gesagt? Nix. Lassen Sie mir mal Ihre Pupillen anschauen. Meine was? Die Pupillen. Ja, was tun Sie denn da? Die Pupillen haben Sie ja nicht am Bauch, die sind im Auge. Ja, die sind soweit ganz normal. Aber jetzt möchte ich gern von Ihnen wissen, wer Sie sind. Wer ich bin? Ja, lassen Sie sich Zeit und denken Sie nach, bevor Sie reden. Naja, ich bin... Ja, also, wer sind Sie? Der Wirt. So, Sie sind der Wirt. Wissen Sie das ganz bestimmt? Nein, ich werde wissen, wer ich bin. Und wenn ich Ihnen sage, Sie sind nicht der Wirt, was ist dann? Dann sind Sie der nämliche Depp wie der andere. Du, Herr Wirt. Ja. Herr Wirt, ich will dich fragen, ob der Wein, den was wir gestern gekauft haben, heute noch kommt. Nein, erst morgen. Oh, erst morgen. Hättest du vielleicht gestern noch angelogen? Das nicht, aber getrunken hätte ich schon gerne einen davon. Ich möchte nämlich wissen, ob der Wein genauso gut ist, als wir derjenigen, den ich mir mitgenommen habe. Ich trinke gerne. Na, Gott sei Dank, Sie sind also doch der Wirt. So, Herrschaftshaxen, wer soll denn sonst sein? Ich bitte Sie, regen Sie sich nicht auf, das war nur ein kleines Missverständnis. Aber jetzt würde ich Sie ersuchen, dass Sie mich für ein paar Minuten allein lassen. Ich möchte die neue Sommerpartei untersuchen und da muss ich mir eine Behandlungsmethode zurechtlegen. Glauben Sie wirklich, dass den noch kurieren können? Das eine sage ich Ihnen. Wenn Sie zurückkommen, da werden Sie staunen, was ich aus dem Mann gemacht habe. Wahrscheinlich nur ein größeren Ofen, als er eh schon ist. Na, warte, das zahle ich da zurück, wenn du Zahnreißen kommst. Sie, Herr Untermeier. Sie, haben Sie nicht gehört, dass ich Sie gerufen habe? Sie haben mich gerufen? Herr Untermeier, habe ich gesagt. Ich bin aber der Obermeier. Bleiben Sie da, ich muss Ihnen was sagen. Was müssen denn Sie mir so? Sie sind nicht der Untermeier und Sie sind nicht der Obermeier. So, wer bin ich denn noch für den? Das werde ich Ihnen gleich sagen. Und da bin ich aber neugierig. Aber zuerst muss ich Sie was fragen. Sind Sie als junger Mann einmal recht krank gewesen? Ja, einen Haxen haben wir mal gebrochen. Ja, und außerdem haben Sie keine Krankheit gehabt? Nein. Zahnweh. Ja, das ist keine Krankheit, das ist eine Schlamperei. Sind Sie nie auf den Kopf gefallen? Nein, ich bin ganz gesund. Da täuschen Sie sich, mein Lieber.
Sie sind sogar sehr krank. Na, na, mir fehlt nichts. Das ist das erste Zeichen. Was machen Sie denn, Herr? Merkwürdig, denn seine Pupillen sind auch in Ordnung. Herr Dr. Hobby, was? Ja, eigentlich nicht, aber ich verstehe nicht, wieso. Hört man vielleicht? Sagen Sie mir, wie viel ist 7 mal 34? Was soll ich denn sagen? 7 mal 34, aber geschwind! Ja, das kann ich ja nicht einmal langsam. So, so. Das wissen Sie nicht. Dann muss ich Sie was Leichteres fragen. Wie viel ist 117 dividiert durch 32? Antwort! Das weiß ich nicht. Schrecklich, nicht einmal das weiß er. Wer hat die Nähmaschine erfunden? Kolumbus? Sie wissen ja rein gar nichts. Also, lieber Freund, jetzt denken Sie noch einmal fest nach und dann sagen Sie mir noch einmal, wer Sie sind. Ich habe Ihnen ja eh schon gesagt, ich bin der Xaver Obermeier aus Murmeln. Lieber Freund, das ist alles nicht wahr, das bilden Sie sich nur ein. Woher wollen Sie mich deppert machen? Das ist gar nicht mehr möglich. Ich habe nämlich gerade mit dem Wirt geredet. Na also. Ja, gar nichts, ja. Na also. Der Wirt hat gesagt, er hat gar keinen Onkel, der Obermeier heißt. Glauben Sie es jetzt endlich, dass Sie nicht der sind, für den Sie sich ausgeben? Aber bitte, wer bin ich denn dann, Rucher? Sie sind der Kinobesitzer Johann Untermeier aus Zellhausen. Na, na bitte, ich bin der Kaufmann Xaver Obermeier aus Murling. Herr Untermeier, jetzt hören Sie mir mal gut zu, was ich Ihnen sage. Ja? Wenn Sie mit dem Unsinn nicht aufhören und noch ein einziges Mal sagen, dass Sie der Xaver Obermeier sind, wissen Sie, was dann geschieht? Na? Dann telefoniere ich in die Stadt und Sie kommen für ein paar Jahre in eine Anstalt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn Sie aber einsehen, dass Sie der Kinobesitzer Johann Untermeier aus Zellhausen sind, geschieht Ihnen nichts und ist alles in Ordnung. Haben Sie mich verstanden? Ja. Also, wer sind Sie? Ich bin der Kinobesitzer Johann Untermeier aus Zellhausen. Bravo, warum geht's denn jetzt? Bitte, bitte, wie lange muss ich denn das sagen? So lang, bis Sie eingesehen haben, dass Sie es wirklich sind. Also lebenslänglich. Na, das hängt ganz von Ihnen ab. Also leben's wohl, Herr Untermeier, und vergessen's nicht, was ich Ihnen gesagt habe. Ich brauche nur telefonieren. Und? Nein, 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 nein! Ich bin der Kinobesitzer Johann Untermeier aus Zellhausen. Brav, Herr Untermeier. Leb's wohl, Unter. Gute Besserung. Na, sowas. Was einer aus einem Menschen machen kann. Jetzt bin ich gar der Kinobesitzer Johann Untermeier aus Zellhausen. Na, sowas. Guten Morgen, Onkel. Ich bin der Kinobesitzer Johann Untermeier aus Zellhausen. Was? Ich bin der Kinobesitzer Johann Untermeier aus Zellhausen. Also, jetzt weiß ich nicht, bin ich einer oder bist du einer? Ich bin der Kinobesitzer Johann Untermeier aus Zellhausen. Der ist narrisch geworden. Das muss ich sofort der Burgl sagen. Burgl! So, da bin ich. Da ist da niemand? Hallo, Wirtshaus! Ja, ich bin schon da. Grüß Gott, was ist denn angenehm? Ich bin der Kinobesitzer Johann Untermeier aus Zellhausen. Wahrscheinlich der Herr Sohn. Was für ein Sohn? Der Sohn vom Vater. Natürlich bin ich der Sohn von meinem Vater. Mir scheint das nicht ganz normal, na, das fängt ja gut an. Wo ist denn der Wirt? Der ist nicht da. Na, dann warte ich auf ihn. Und wenn er nicht kommt? Dann warte ich trotzdem auf ihn. Wir's glauben von mir aus. Sagen Sie, gehören Sie zum Haus? Ja, ich bin der Hausknecht, ja. Ah, ich hätte nämlich eine Frage. Ja, bitte schön, fragen Sie nur. Ist es hier auch wirklich schön ruhig? Bei Lärm fange ich an zu zittern. Da steigt mir langsam das Blut in den Kopf. Ich stehe kurz vor einer Explosion. Ja, sonst sind Sie gesund, ne? Na, reicht Ihnen das nicht? Was zittern Sie denn so? Also ist es hier schön ruhig? Ja, da brauchen Sie Angst haben. Bei uns ist es so ruhig, dass man sogar den Meisern laufen hört. Ja, ja. Der Hund! Der Nogel ist ein Hund! Nein, der Hund! Der Oscar will da drauf!
Wenn der den Hund hören, halt gern. Ja, aber warum denn so laut? Ja. Ich werde noch fragen, warum er so laut bellt. Ne? Er soll aufhören zu bellen. Ja, ich werde es nachher schon sagen. Ne? Jetzt setze ich mich da her und werde ein bisschen lesen. Wird ihn ja gut tun. Ne? Ah, das glaube ich auch. Ja. Viele interessante Namen, ja, aber eine fade Handlung. Naja, da kann man nichts machen. Und ich sage Ihnen nochmal, ich brauche einfach, wissen Sie, Ruhe, Ruhe und noch einmal Ruhe. Ja. Was haben Sie denn schon wieder? Verdammt in alle Ewigkeit, der Lärm, eine Bombe! Hefendeckel ist runtergefallen, da ist ja nichts dabei, ne? Aber ich habe Ihnen doch gesagt, ich brauche Ruhe, Ruhe, Ruhe! Na, wenn Sie Ruhe brauchen, was schreibst du nachher so? Setzen Sie ihn nieder und dann lesen. Das tut Ihnen gut und mir auch. Und jetzt gehe ich raus. Sag den Hund, er soll die Goschen holen. Grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie der Wirt? Ich bin der Kinobesitzer Johann Untermeier aus Zellhausen. Ach so. Da! Wer sind Sie? Bitte, ich bin der Kinobesitzer Johann Untermeier aus Zellhausen. Ja, völlig unmöglich. Bitte, warum ist das unmöglich? Weil ich der Kinobesitzer Johann Untermeier aus Zellhausen bin. Wissen Sie das ganz gewiss? Das weiß ich so gewiss, wie 3 mal 3 9 ist. Juhu! Komm jetzt her da! Pfui Teufel, sofort aufhören! Wenn Sie der Kinobesitzer Johann Untermeier aus Zellhausen sind, hab ich doch recht gehabt, wie ich gesagt hab, dass ich es nicht bin! Wer hat Ihnen denn gesagt, dass Sie ich sind? Der neue Doktor da. Der neue Doktor da ist ein Trottel. Das haben wir auch gedacht, aber jetzt so gemacht, dürfte ich einer sein. Wo wohnt dieser neue Doktor? Die Hauptstraße runter, auf der linken Seite ins letzte Haus. Die Hauptstraße runter. Die Hauptstraße runter. Wo genau? Die Hauptstraße runter, linke Seite, letztes Haus. Tür auf! Ja. Danke. Wir sind lebendig eingemauert. Wollen Sie meine Tinten, schmieren Sie mal eine von mir! Ja! Na, nicht mir, den Doktor! Wie geht's dir denn, Onkel? Onkel, geht's dir schon besser? Jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt weiß ich endlich wieder, wer ich bin. Na Gott sei Dank! Ich bin der Xaver, Onkel. Ja. Na, was ist dir denn vorhin eingefallen, dass du dich für die Sommerpartei gehalten hast? Mir ist überhaupt nichts eingefallen. Der Doktor hat mir so lange eingeredet, bis ich selber geglaubt habe. Der Doktor? Ja, aber der soll mir jetzt nur kommen. Den werde ich einen Kinobesitzer geben. Jetzt ist er nämlich da. Wer? Na, der neue Sommergost und der Kinobesitzer Johann Untermeier aus Zellhausen. Was, der ist da? Ja. Das wird ja immer verwickelter. Vor 10 Minuten ist er gekommen. Aha. Jetzt möchte mich nur interessieren, wer der gestern Nacht war, den ich für die Sommerpartei gehalten habe und dem er gesagt hat, er ist der Wirt. Aber Onkel, das war ja wirklich der Wirt. Wer ist der Wirt? Ja, das war der Wirt. Was? Ich hab mir gedacht, du bist der Wirt. Na ja, freilich bin ich der Wirt. Na, wer ist denn jetzt noch der Wirt? Na ja, schau, Onkel. Alle zwei sind sie der Wirt, nicht? Er ist der Wirt vom Goldenen Hahn und der andere, der heißt Wirt. Vinzenz Wirt. Ja, und wie du ihn gefragt hast, wer er ist, hat er gesagt, ich bin der Wirt. War das gut? So, ich hab gedacht, das ist der Wirt von da. Ja. So was Saublödes. Ja, sag einmal, aber warum hat denn der unbedingt in der Nacht zu deiner Schwägerin ins Zimmer wollen? Zu wem?
Na, da, zum Rudi, sein Weiberl, zur Eva. Ja, mein Gott, was soll es gibt? Ja, die bin gerade dazugekommen, wie er da bei der Stummtier hat eine wohl. Also gut, dass ich da war, Herr, da den hab ich gezeigt. Das ist ein ordinärer Lacke. Ja. Er wird halt besoffen gewesen sein. Ja. Ein anständiger Mensch macht so etwas nicht einmal als ein Besoffener. Den musst du das Haus verbieten, der darf nicht mehr rein ins Wirtshaus. Das wird nicht gehen. Ja, warum wird das nicht gehen? Er ist so ein guter Gast. Die Pfeife vom guten Gast, von dem die verheirateten Weiber nicht sicher sind. Wenn sie den mal da blicken lässt, schmeißt der Masse. Das wird nicht gut gehen. Also ich glaube, das ist ganz ausgeschlossen. Also wenn ich was will, ist nichts ausgeschlossen. Es geht aber da nicht. Na her, fix dir eine, bist du jetzt der Wirt oder nicht? Na freilich bin ich der Wirt und Na? Geburgel, ja. Rettung. Ja, weißt du, Onkel, und deswegen ist das Ganze nämlich so, weil er da... Toni, jetzt nutzt nichts, du musst die Wahrheit sagen. Nichts anderes übrig. Was denn für Wahrheit? Schau, Onkel, dass einer ein Geld braucht, weil er keins hat, das ist doch nichts Seltsames. Nein. Ja, und dass er dann nachdenkt, wie er zu einem kommt, das war auch schon da, ne? Ja. Ja, und dass er dann... Und na? Burgerlettung. Ach, Simandl. Ja, weißt du, Onkel, und deswegen meint er nämlich, ja. Es ist halt so, ja, ja und, weil... Und der Hund hat jetzt aufgehört von Böden. Ja, jetzt schläft er. Ja. Grüß Gott. Ja, auch so viel. Wer ist denn das? Das ist der Sebastian, der Hausknecht. Ah, der Hausknecht. Hat mich eh schon gewundert, wieso sind denn wir jetzt keinen Hausknecht? Ja, er war fort Wein einkaufen, ne? Was, der Hausknecht geht für die Wein einkaufen? Ja, man kann wirklich glauben, für den Daniel war er bei neun. Alleine Saft. Ja, die reden der mit dir. Ja. Lass ihm reden, er ist ein altes Hausmöbel. Ich will dir gleich ein Möbel geben, du niemand, du. Sei still und schau, dass du weiterkommst. Du bist der Letzte, von dem ich mir das Maul einschaffen lasse und ausgeschmissen lasse, mich ja gar nichts von dir. Sebastian, ja, der will sich da aufspielen, Herr. Sei der, still du, jetzt. Du, ich rede so lange, dass mich gefreut wird, du lob, du Windiger, du. Ja, das lass du dir gefallen. Na, geh, lass ihn reden. Ja, sag's mal. Wer sind denn Sie? Sagen Sie, haben Sie gut geschlafen? Ich überhaupt nichts geschlafen. Das ist ja kein Wirtshaus, das ist ein Narrenhaus. Ja, weil erst seit gestern. Ja. Wieso? Ja, haben Sie mit Ihnen Herrn Sohn schon geredet? Ja, mit was für Herrn Sohn? Ich hab doch keinen Sohn. Vor 5 Minuten ist er da gesessen mit einem Birkel in der Hand. Nicht? Ein netter Mensch, sag ich Ihnen. Wer ist da gesessen? In der Herr Sohn. Aber das war doch nicht mein Sohn, das war doch die narrische Sommerpartei. Ja, wer sind denn noch gesehen? Das ist mein Onkel. Ja, das ist doch nicht... So, und jetzt schau, dass du an deine Arbeit kommst. Ja, die rennt man nicht davon. Gell? Der Brieftrag hat mir da 2 Briefe gegeben. Einen für den Obermeier, einen für den Untermeier. Oh, Obermeier bin ich hier damit. Sie sind doch der Untermeier. Wenn Sie jetzt noch einmal sagen, dass ich der Untermeier bin. Nachher, mein Onkel ist der Obermeier. Ach so. Der Untermeier, das ist die Sommerpartei. Ah, das schon. Ja, das schon. Also so was. Ja, was ist denn, Onkel? Ist das noch ein Burgerl? Ja. Oh, da schreckt's nicht. Ja. Ich muss sofort zu Hause fahren. Der Geschäftsleiter ist krank geworden und wenn ich da nicht heimfahre, geht's drunter und drüber. Onkel, das kannst du uns nicht antun. Wo sind denn deine Koffer? Ich hilf dir einpacken. Onkel, wir lassen dich nicht fort. Gib nach, dass du es vergisst. Buhl, bleib da. Ja. Du, der Brieftrag, und mir da was druckt, auch noch geben, gell, gib's ihn wird. Ja, ja, hört, so einen Deppen von einem Hausknecht also, habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Warum geben sie uns denn nicht selber? Wem? Na, den Wirten. Der ist so einen offenen Angel habe ich noch nicht gesehen. Der Wirt, der ist doch gar nicht da. Wieso ist er nicht da? Na, da steht er ja. Wer? Na, der Wirt. Das ist doch nicht der Wirt. Na, freilich ist das der Wirt. Na, doch, wer ist der Wirt? Ja, ich bin der Wirt. Mein Onkel hat mir das Wirtshaus gekauft. Na, das ist doch nicht möglich. Na, das stimmt, so Onkel. Na, freilich hat mir Geld genug geholt. Und jetzt muss ich weiter, sonst was haben wir noch mein Ziel. Jetzt holst du doch nicht an. Du, sag einmal. Der Onkel hat dir das Wirtshaus gekauft. Natürlich hast du es ja gerade gehört. Ja, warum hat man denn da der Vinzenz nichts gesagt davon? Soll ja auch niemand etwas davon erfahren. An niemand was erfahren? Nein, wenn das bekannt wird, dann müssen wir doch einen Haufen Steuer zahlen lassen und wir haben im Moment das Geld nicht. Also merk dir, wenn du nicht still bist, muss ich dich entlassen. Ich bin still, sowas von still wie ich bin, gibt's gar nicht. 20 Schilling. Du hast 50 Schilling? Aber dass du mir ja den Mund hältst. Ich weiß von nichts, gell? Ich weiß von nichts. Burgerl, jetzt sind wir aus dem Wasser. Du, ich glaube, wir sind so tief drin, dass wir bald saufen. Ja, aber wieso denn? Der Vinzenz kommt doch erst zum Mittag vom Feld zurück. Und wenn der Onkel bis dorthin abgefahren ist, dann brauchen wir ihm ja nichts mehr einzugestehen. Juhu! So, der Epo. Onkel,
sag, ich lass dich nicht fort. Hast du alles? Ja. So wie jetzt, dann holst du mir zuerst noch den Rudi her. Ich möchte ihm auch noch Lebwohl sagen. Geh, lass dich nicht aufhalten, ich richte ihm schon schöne Grüße Nein, aus. Nein, ich möchte ihm persönlich die Hand drücken. Und dann möchte ich euch zwei einmal noch nebeneinander stehen sehen, ne? Mich und den Rudi? Ja. Auf das bin ich neugierig. Ja. Jetzt kann ich mich teilen. Ja, kriege ich die doppelt. Burgerl, geh her, ja. Du bist mir ja so die Liebste von der ganzen Familie. Genau, ist ja hergekommen. Und wenn du einmal einen Wunsch hast, dann sagst du mir's oder schreibst mir's. Und wenn ich kann, ist er schon erfüllt. Dankeschön, Onkel. Diese Wünsche kommen ganz bestimmt. Eva, stell dir vor, ich muss sofort heim. Stell dir vor, der Onkel hat einen Brief gekriegt, dass er sofort heimfahren muss. In 10 Minuten sitze ich schon im Zug. Also das tust du mir aber leid. Allen tut's leid. Ja. Ihr seid eine gute Familie. Ja, hoffentlich war er bald. Guten Morgen. Onkel, ich muss Abschied nehmen. Der Toni hat gesagt, du fährst fort. Ja, sag einmal, wo ist der Toni? Ich hab doch gesagt, der soll mit dir da herkommen. Der ist einen Wagen für dich holen gegangen, damit's den Zug noch da wie wischt. Der Bub denkt da an alles. Ja, gut. Kinder, wisst was? Ja? Verkauft euch ein Wirtshaus und kommt alle mit mir nach Murling. Onkel, ich werde den Toni schon zureden, dass er's tut. Herr Everl, willst du dein Lebtag lang auf den Rudi besser, nur weil er einziges Mal um einen Heuboden geschlafen hat. Schön, geht's zu mir? Gebt euch ein Bussel. Ja, da. Ein Bussel, hab ich gesagt, soll ich euch geben. So! Die Wahrheit sagen, damit der Bub, der sieht, dass ich unschuldig bin. Onkel, halt die an, dass du nicht umfällst. Der Rudi ist nicht da, der ist in Südamerika. Und der heißt nicht Wirt, das ist der Wirt vom Goldenen Hahn. Und das ist die Wirtin, seine Frau. Und die Burgi ist nicht meine Frau, sondern die Könerin. Onkel, ich hab... Ja, für nur einen gehalten hast du mich. Aber du bist doch selber dran schuld. Zuerst hast du verlangt, dass ich ein Wirtshaus übernehme und heirate. Bitte, hab ich da geschrieben, aber Wirtshaus und bin verheiratet. Dann schreibst du wieder, ein Kind muss her. Bitte, hab ich eins gekriegt. Ja, und dann sagst du, ich krieg kein Geld mehr, weil du an den Rudi denken musst. Dann hab ich da halt geschrieben, er ist da, kostet mir einen Haufen Geld. Und dann, Onkel, weißt du, was dann war? Du brauchst mir nichts mehr erzählen, ich weiß alles. Du bist enterbt, mein ganzes Geld kriegt der Rudi. Hat das mir jetzt auch wurscht, weil mein Burgel heirat. Ja, schon, Toni. Was, du heiratst die Burgel? Na, dann kriegst du von mir ja meinen Segen. So. Und jetzt muss ich aber fort. Aber die Hand kannst du mir wenigstens geben. Nein, das kann ich nicht. Was heißt, du kannst nicht? Du musst? Schau dir die Wespen an. Ich muss. Ich muss überhaupt nichts. Wer hat mir denn gerade vorhin die Hand drauf gegeben, dass er mir jeden Wunsch erfüllt? War das nicht ein gewisser Herr Xaver Obermeier aus Murling? Na ja. Na also. Und jetzt hab ich einen Wunsch. Ja, du wünschst dir sicher, dass ich den Toni mein ganzes Geld vermag. Gar nichts. Und dein Geld ist mir nicht. Aber aussöhnen sollst du mit dem Toni. Mein Gott, nein. Wenn er dir ein bisschen an der Nase rumgeführt hat, gern hat er dich deswegen ja da. Na? Was ist? Na? Wirst du jetzt dein Wort halten? Ha? Der Bürgermeister Xaver Obermeier hat sein Wort noch immer gehalten. Also, geh her da. Kropfer der Bub. Sind wir wieder gut. Siehst du, Onkel, ist nicht gut, dass das Wirtshaus nicht mir gehört? Jetzt können wir gleich mit dir nach Murling fahren. Ja, aber du bist keiner. Du sagst doch immer, dass ich mit den Toni was gehabt hab. Ah, ich hab's eh nicht geglaubt. Okay, du hast geglaubt. Toni, ja? Um 50 Schilling kann ich unmöglich mehr halten. Na? Dann gib's wieder her. Ich hab geglaubt, da sollst mir noch was dazugeben. Na, jetzt kriegst du gar nichts. Gar nichts? Na, dann red ich. Na, dann red's halt. Vinzenz. Gib mir 50 Schilling, dann sag ich dir was. Okay, Toni, brauch mir 50 Schilling schnell. Ja, gern, bitte. So, der Haus dreht. So, der Toni hat mir gesagt, dass dem das Wirtshaus verkauft hat. Das war ein Lug. Ein Lug? Macht nichts. Die Hauptsache ist, dass ich 50 Schilling habe. Herr Wirt, Sie haben sich ge... Was? Wirt, das ist Ihre neue Sommerpartei. Freut mich, bei uns werden Sie wirklich eine Ruhe haben. Was ist das? Na ja, Schützenfest haben wir heute. Oh.
Thank you.